Willkommen im Siegerland-Museum. Heute schauen wir uns etwas ganz Besonderes an. Bitte kommen Sie mit. Hier stehen wir vor einem Schrank, der nur zu ganz besonderen Gelegenheiten geöffnet wird. Und wir sehen, es handelt sich um einen Schreibsekretär, also um einen Schreibtisch mit ganz vielen Aufbewahrungsfächern. Die Form des Schrankes, des Sekretärs, verrät uns, dass er aus der Biedermeierzeit stammt. Das war die Zeit ungefähr der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Was wurde in diesen Fächern wohl aufbewahrt? Ziemlich sicher ein Poesiealbum wie dieses hier. Poesiealben erfreuten sich in der Biedermeierzeit außerordentlicher Beliebtheit und ich zeige Ihnen hier ein besonders hübsches Exemplar. Es ist kein gebundenes Büchlein, sondern eine Schachtel. Auf dem Rand der Schachtel, die wie ein Buchrücken gestaltet ist, lesen wir Album. Wenn wir es öffnen, begegnen uns wunderhübsche Zeichnungen. Ein ganz zartes Stickbild. Oder getrocknete Blüten. Auf manchen dieser Bildchen ist die Jahreszahl 1849 vermerkt. Es ist ein zauberhafter Gruß aus der Vergangenheit.